Rund 14.000 Fans sehen im Ernst-Happel-Stadion den Auftakt in das Bundesliga-Frühjahr 2015. Rapid hat in der Anfangsphase etwas mehr Spielanteile als Ried. Die erste gefährliche Aktion gibt es in Minute 5 zu sehen. Dominik Widra versucht es mit einem Flachschuss. Thomas Gebauer in dieser Szene mit leichten Problemen und der Rieder Goalie steht kurz darauf gleich wieder im Mittelpunkt. Rapid startet einen Konter. Trauner fängt den Angriff zunächst ab, verliert dann aber im Aufbauspiel zu leichtfertig den Ball und dann geht's schnell. Idealpass auf Beric. Gebauer kommt raus und dann aufgepasst auf Schiedsrichter Ocean. Zuerst hat er die gelbe Karte in der Hand. Dann folgt der Blickkontakt mit seinem ersten Assistenten Markus Gucci. Beric zeigt, wo er getroffen wurde. Und dann die Entscheidung des FIFA-Schiedsrichters. Elfmeter und Rot gegen Thomas Gebauer. Nochmal drauf geschaut. Zunächst kein Abseits von Beric. Und dann trifft Gebauer den Rapidler des Jahres 2014 nach Meinung des Schiedsrichterteams am linken Fuß. Auch bei Betrachtung der Zeitlupen ganz schwierig zu sagen, ob Gebauer Beric wirklich trifft. Der Slowene zeigt nach dem Spiel seine Verletzung. Also ist die Entscheidung richtig. Lorenz Höbert kommt für den fuchsteufelswilden Gebauer in den Kasten der Rieder. Und er sieht sich gleich einmal Deni Aller gegenüber. Die 17. Minute und es steht 1:0 für Rapid. Souverän verwandelt von Aller, der heute statt Steffen Hofmann in der Startelf steht. Danach gibt es einen historischen Moment zu erleben, und zwar den ersten Einsatz des Freistoßsprays in Österreich. Dominik Ocean markiert den Rasen erstmals in Minute 22. Gefolgt von diesem Freistoß von Thanos Petzos. Ried zeigt sich in Unterzahl bemüht, hat aber kaum Offensivaktionen vorzuweisen. Rapid in Minute 36 mit diesem Freistoß von Ala. Wieder lenkt Höber den Ball an die Latte. Und das Spiel geht kurios weiter. Petzos verlängert. Keins bringt den Ball dann nochmal zur Mitte. Und es gibt wieder Elfmeter und wieder Rot. Diesmal für Gernot Trauner. Aber diesmal hätte die Situation abgepfiffen werden können. Denn Beric befindet sich meiner Ansicht nach bei der Kopfballverlängerung von Petzos aktiv im Abseits. Ocean sieht das aber anders. Dann folgt eine artistische Einlage von Trauner, der den Ball hinter seinem Rücken mit der Hand trifft. Die Hand geht klar zum Ball und deshalb ist Rot auch die richtige Entscheidung. Wieder tritt Deni Aller an und erneut ist für Höbert nichts zu halten. Fünftes Saisontor für Aller. Bereits zum dritten Mal trifft er gegen Ritz. Die Innviertler sind damit wie gewohnt in Wien gegen Rapid auf der Verliererstraße. Kurz vor der Pause gibt es dann tatsächlich noch einen dritten Strafstoß. Diesmal reißt Filipovic Beric um. Der Rieder Neuzugang kommt aber in dieser Szene mit Gelb davon. Beric löst sich, ist nicht im Abseits und wird klar gehalten. Auch dieser Elfmeter ist zu geben. In der Nachspielzeit von Hälfte 1 tritt der slowenische Teamstürmer selbst an. Und auch Beric zeigt sich sicher vom Punkt. 14. Saisontor für den Top-Torjäger der Grün-Weißen. Teamchef Marcel Koller sieht dann in Hälfte 2, dass sich Rapid ein wenig zurücknimmt. Grün-Weiß hat die Partie bereits gewonnen, lässt bei guten Chancen den letzten Nachdruck und die Präzision vermissen. Exemplarisch dieser Kopfball von Beric. Die Rieder verkaufen sich gut, verteidigen stark, geben nie auf und kommen im Konter sogar zu Möglichkeiten. Bombenschuss von Oliver Kragel und eine klasse Parade von Marko Maric, der Novotar heute fehlerfrei vertritt. In der Nachspielzeit gibt es dann noch eine letzte Möglichkeit für Grün-Weiß auf das 4:0. Der eingewechselte Stakel scheitert nur knapp an der Stange. Am Ende bleibt somit bei einem 3:0-Sieg für das Team von Zoran Barisic. Die unglaubliche Serie geht weiter. Rapid bleibt auch im 36. Bundesliga-Heimspiel gegen die Innviertler ungeschlagen.
Das Spiel war schon frühzeitig entschieden. Die Schlüsselszene war natürlich der erste Elfmeter und die frühe rote Karte gegen Thomas Gebauer. Ein leichter Kontakt war Schotter. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Ball trifft oder ob ich ihn vielleicht trifft. Keine Ahnung, aber wie gesagt, was mich eher stört, ist eher das komische Bild vom Schiedsrichter. Er will ihm zuerst Gelb geben, fragt den Assistenten, der das absolut nicht sehen kann. Und das ist halt dann extrem ärgerlich. Mein erster Eindruck während dem Spiel aus dem Blickwinkel, den ich hatte, war, dass eine Simulation des Spielers Beric vorlag. Ich habe dann kurz mit dem Assistenten das zurückgecheckt und der hat mir klar zu verstehen gegeben, dass ein Kontakt vorlag und dass er sich 100% sicher ist. Die Fernsehbilder bestätigen das, deshalb für mich die Entscheidung korrekt. War das von dieser Szene, Robert? Ja, das war von dieser Szene und so. Ich glaube, das war klarer Kontakt. Ich bin heute nach dem Spiel so ruhig und ausgeglichen wie selten zuvor, weil ich meine Mannschaft heute heroisch kämpfen habe gesehen. Also mit 50 Minuten, mit 8 Feldspielern da im Happelstadion, zweite Halbzeit, fantastische Moral, wo wir selber noch zweimal richtig oder dreimal richtig gefährlich vor das Rapid-Tor gekommen sind. Deswegen interessiert mich das heute auch überhaupt nicht, ob das Elfmeter war oder rote Karten. Wir haben uns in der Halbzeit eh schon eingestellt, dass wir wahrscheinlich mit 7 oder 6 noch weiterspielen müssen. Völlig egal, sondern ein riesen Kompliment für diese Einstellung meiner Mannschaft. Dieses Spiel ist ganz schwer zu beurteilen. Ried hat sehr aggressiv attackiert, sehr hoch attackiert und wir haben versucht, das Spiel so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Ja, sind dann 3:0 in die Pause gegangen, wollten dann nachsetzen, wollten immer wieder das Spiel verlagern, über die Seiten durchbrechen, Abschlüsse suchen, was uns auch gelungen ist, aber ja, Chancen genug waren ja vorhanden, um einen höheren Sieg rauszuspielen. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, wir gewinnen 3:0 heute gegen Ried, dann hätte ich das vor dem Spiel unterzeichnet. Ja, soweit also die Stimmen nach diesem Spiel. Die meistdiskutierte Szene natürlich jene aus der 13. Minute. Dieses Foul oder doch nicht Foul von Thomas Gebauer an Robert Beric. Und Rapid hat, wir haben es ja auch jetzt gehört von Robert Beric, der scheint ja da ordentlich getroffen worden zu sein, hat das auch getwittert. Können wir einen Blick drauf werfen. Meine Herren, die Spuren auf dem Bein von Robert Beric nach dem Foul zum ersten Elfmeter leicht berührt, Fragezeichen. Er hat auch gesagt, das ist es. Harry, sind Sie nach wie vor der Meinung, wie auch Toni Pfeffer, dass es doch nicht diese Szene gewesen sein kann? Ich lasse mich gerne belehren, aber so wie ich das glaube, hat Thomas Gebauer seinen rechten Fuß getroffen. Hier sieht man es noch einmal. Dormann kommt raus, rutscht rein. Also kann man nicht vorstellen, dass es diese Szene war, aber wenn er das sagt, er wird es gespürt haben, ich nicht. Gott sei Dank. Ja. Hier war es bisher sehr fair, Toni, aber das hat ziemlich extrem ausgesehen, das Schienbein von Robert Beric. Ja, aber das kann bei vielen anderen Zweikämpfen passiert sein. Ich bin auch der Meinung, dass hier geflunkert wird oder wurde. Also die Frage ist dann überhaupt, was war mit Gebauer mit seiner Aussage, der gesagt hat, er hat ihn gar nicht getroffen. Also ich sage und ich bleibe dabei, anhand der Fernsehbilder ist es für mich ganz klar, dass er das linke Bein, sondern das rechte Bein, wenn überhaupt, getroffen hat. Aber der Schiedsrichterassistent hat eigentlich letztlich entschieden. Für den war es ein Foul. Und aus 40 Meter entfernt. Ja, das ist eine andere Geschichte.